Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video möchte ich dir etwas über Reihen- und Parallelschaltung erzählen. Dazu habe ich mal ein bisschen gebastelt. Wie man hier sieht, sind das zwei Fahrräder und wie das zu einem ordentlichen Fahrrad gehört, gibt es vorne und hinten ein Licht. Aber die Fahrräder sind nicht identisch. Das werden wir jetzt untersuchen. Dazu habe ich hier, man sieht das so ein bisschen im Bild, mir eine, ein bisschen zurückziehe, so, jetzt kann man sogar die Anzeige lesen, eine Spannungsquelle besorgt, die mir sozusagen das Strampeln abnimmt. Normalerweise hätten wir ja ein Dynamo und müsste da entsprechend auf dem Fahrrad strampeln. Das brauche ich jetzt nicht. Ich kann jetzt hier einfach das anschließen und siehe da, hoppla, es leuchtet mehr oder weniger, wenn man es auch richtig anschließt, dann leuchtet es auch. So, zweiter Versuch und der zweite Versuch klappt. So, da leuchtet es. Und jetzt mache ich mal ein Experiment. Ich schraube eine Birne raus und man sieht, die andere Birne geht aus. Und wenn ich sie wieder reinschraube, leuchten wieder beide. Das Ganze funktioniert auch andersrum. Wenn ich die rausdrehe, sind beide aus. Wenn ich die reindrehe, sind beide wieder an. Der Informatiker sagt dazu Und-Schaltung. Das heißt, nur wenn beide Birnchen intakt sind, leuchtet das Ganze, also kann Strom fließen. Wie viel Strom fließen kann, sieht man hier. Das müssten 160, ja, 160 Milliampere sein. Wenn ich hier das rausdrehe, sieht man auch, dass die Anzeige entsprechend 0 wird. Hier ist nämlich ein Amperemeter eingebaut und das hier ist ein Voltmeter. Gut, jetzt schauen wir uns das zweite Fahrrad an. Das zweite Fahrrad hat hier seinen Anschluss. Machen wir das auf gleiche Art und Weise. Einmal hier und einmal Nummer 2 und holla die Waldfee. Sind die Lämpchen aber hell. Und wenn ich jetzt ein Lämpchen rausdrehe, leuchtet das andere weiter. Hier sehe ich auch den Strom, der fließt. Hier habe ich fast 500 Milliampere. Und mit einem Lämpchen habe ich ungefähr 250 Milliampere. Knapp 500, 250 Milliampere. Das heißt, jetzt fließt auch der doppelte Strom. Und die Lämpchen sind deutlich heller. Bei 5 Volt, wohlgemerkt. Schauen wir mal, was diese Fahrräder unterscheidet. Bevor ich das jetzt rumdrehe, eine Sache habe ich noch vergessen. Und zwar ist das hier unten eine Oder-Schaltung. Das heißt, es reicht, wenn ein Lämpchen drin ist, dann leuchtet es auch und dann fließt es auch schon Strom. So, jetzt aber drehe ich das einfach rum und man sieht hier oben bei dem oberen Fahrrad, wo ich praktisch, wenn ich ein Lämpchen rausgedreht habe, beide ausgingen, sieht man auch die Antwort schon, warum das so ist. Weil der Strom fließt erst durch das eine Lämpchen, dann durch das andere Lämpchen und dann wieder zurück. Und wenn da ich natürlich irgendwo eine Unterbrechung habe, funktioniert es nicht. Wenn ich jetzt hergehe und mir das untere Fahrrad angucke, hier habe ich eine Schaltung, bei der beide Lämpchen so geschaltet sind, wenn eins ausfällt, kriegt das andere trotzdem noch Strom. Deswegen ist das hier oben eine Reihenschaltung, weil alles in Reihe
geschaltet ist. Und hier unten habe ich eine Parallelschaltung, wo alles sozusagen parallel geschaltet ist. Soweit, so gut. Ich hoffe, ich konnte dir so die Grundzüge zeigen. Das Entscheidende ist, dass das Ganze natürlich auch mit zum Beispiel Schaltern funktioniert. Und daher nehme ich auch der Begriff mit Und- und Oder-Schaltung aus der Informatik. Wenn ich hier oben mir statt den Lämpchen einfach Schalter vorstelle, habe ich sozusagen ein Und, weil beide Schalter zu sein müssen, damit Strom fließt. Und wenn ich hier unten das Ganze mir mit Schaltern vorstelle, dann reicht es, wenn ein Schalter zu ist, daher Oder. Okay, soweit, so gut.